Spannungskopfschmerzen haben sehr viele von uns, dann und wann mal. Das sind leichte bis mittelstarke Kopfschmerzen, die oft drückend sind und sich manchmal anfühlen wie ein zu eng sitzender Fahrradhelm. Wenn der Spannungskopfschmerz nur selten auftritt, kommen die meisten Kinder und Jugendlichen super damit klar. Sie gehen meist gar nicht zum Arzt und würden von sich sagen, Kopfschmerzen kenne ich gar nicht so richtig. Spannungskopfschmerzen können aber auch viel häufiger auftreten, länger andauern und echt nerven. Manchmal kommen sie an fast jedem Tag von neuem wieder oder sie bleiben über Tage da. Manche Kinder und Jugendliche haben sogar fast immer Spannungskopfschmerzen. Ohne Pause. Die Kopfschmerzen sind zwar nicht so stark, aber man kann sich mit Kopfschmerzen schlechter konzentrieren und hat weniger Spaß an Dingen, die eigentlich Freude machen. Wenn das bei dir so ist, hast du dich bestimmt schon gefragt, woher diese nervigen Kopfschmerzen kommen. Bei vielen Dingen in deinem Leben gibt es die eine Ursache. Bei Spannungskopfschmerz ist das anders. Die Kopfschmerzen entstehen aus einem Zusammenspiel biologischer, psychischer und sozialer Faktoren, die aber bei dir nicht alle vorhanden sein müssen. Und, noch schräger, diese Faktoren verursachen nicht bei allen Menschen Kopfschmerzen. Es scheint auch so zu sein, dass man ganz bestimmte Gene braucht, um sehr häufige und dauerhafte Spannungskopfschmerzen zu bekommen. Und da man sich seine Gene nicht aussuchen oder verändern kann, ist es umso wichtiger, die anderen Faktoren zu kennen, die diese Kopfschmerzen mit verursachen und die du selber beeinflussen kannst. Lass uns das mal genauer ansehen. Im Namen Spannungskopfschmerz steckt ja schon das Wort Spannung. Manchmal trägt eine erhöhte Muskelanspannung zum Kopfschmerz bei oder eine innere Anspannung durch Stress mit Freunden, Eltern, in der Schule oder bei der Ausbildung. Auch alltägliche Stressdinge wie Lärm, Schlafmangel, Angst vor schlechten Noten, blöde Kommentare im Internet und Zeitdruck können zu deinen Kopfschmerzen beitragen. Stress führt dazu, dass sich das Gehirn verändert. Botenstoffe sorgen dafür, dass du immer mehr unter Anspannung und in Alarmbereitschaft bist. Wenn du Spannungskopfschmerzen hast, kann dein Gehirn Schmerzreize besonders gut verarbeiten. Manchmal sagt dir dein Gehirn sogar, Achtung, Kopfschmerzen! Dabei hast du nur eine Muskelverspannung. Deine Schmerzschwelle ist also durch häufige Kopfschmerzen und anderen Stress abgesenkt. Dein Gehirn reagiert nun empfindlicher als zu der Zeit, zu der du entspannter warst. Was kannst du also tun, um diese lästigen Kopfschmerzen in den Griff zu bekommen? Wenn du noch nie wegen deiner Kopfschmerzen beim Arzt warst, ist es eine gute Idee, dort mal abchecken zu lassen, dass nicht eine gut behandelbare Erkrankung deine Kopfschmerzen verursacht, wie eine Entzündung oder ein zu hoher Blutdruck. Vielleicht rät dir dein Arzt auch, für einige Wochen einen Kopfschmerzkalender zu führen. Dadurch kannst du eventuell selber schon herausfinden, wann dein Kopfschmerz besonders häufig auftritt und was ihn verstärkt. Ablenkung hilft beim Spannungskopfschmerz besonders gut. Ist dir das schon mal aufgefallen? Du hast Spannungskopfschmerzen, alberst eine Weile mit deinen Freunden herum oder beschäftigst dich mit irgendetwas anderem und plötzlich sind die Kopfschmerzen weg. Dann hast du alles richtig gemacht. Das ist der Effekt von Ablenkung. Auch Entspannung ist super bei Spannungskopfschmerzen. Mit Entspannung ist aber nicht gemeint, dass du immer chillen sollst. Dann kriegst du in der Schule nichts mehr auf die Reihe und das macht dir später umso mehr Stress und Kopfschmerzen. Entspannen heißt gezielt entspannen, dann, wenn du Entspannung brauchst. Das kann man lernen. Entweder mit Hilfe geeigneter Videos im Internet oder man fragt jemanden, der sich damit auskennt, wie einen Psychologen. Ein paar Mal ganz ruhig ein- und ausatmen kann manchmal schon beim Runterkommen helfen. Etwas aufwendiger, aber dafür besonders geeignet zum Entspannen, sind Yoga und die progressive Muskelentspannung. Viele Kinder und Jugendliche können auch beim Sport super entspannen. Probier's doch einfach mal aus. Wenn du viel Stress hast, überleg selbst einmal, was du tun kannst, um diesen Stress zu reduzieren. Manchmal hilft es schon, den ein oder anderen Termin abzusagen oder einen Konflikt durch ein Gespräch zu lösen. Manchmal sind die Probleme, die dir Stress machen, aber so groß, dass du sie nicht alleine lösen kannst und dir Unterstützung holen musst. Wichtig ist, wenn du Spannungskopfschmerzen hast, musst du keine Kopfschmerzmedikamente nehmen. Du denkst jetzt vielleicht, hä? Verstehe ich nicht. Die heißen doch extra Kopfschmerztabletten, weil sie bei Kopfschmerzen helfen. Oder, komisch, mir wurde gesagt, wenn die Kopfschmerzen zu stark werden, kann ich ruhig eine Kopfschmerztablette nehmen. Oder du denkst, meine Freunde machen das doch auch alle. Stimmt natürlich alles. Irgendwie. Und dann auch wieder nicht. Also,
Eine Kopfschmerztablette im Monat oder so schadet sicherlich nicht, hilft aber oft nur für kurze Zeit. Manchmal entsteht so etwas wie ein Teufelskreis. Du hast Spannungskopfschmerzen, du nimmst immer ein oder zwei Kopfschmerztabletten. Nimmst du aber zu viele Kopfschmerztabletten, bekommst du ein neues Problem. Denn zu viele Schmerztabletten sorgen dafür, dass die Kopfschmerzen immer häufiger auftreten. Nimmst du dann noch häufiger Kopfschmerztabletten, hast du irgendwann dauernd Kopfschmerzen. Dieser Kopfschmerz wird medikamenteninduzierter Kopfschmerz genannt. Also, bei Spannungskopfschmerzen Hände weg von den Kopfschmerztabletten. Und besser was anderes ausprobieren, wie Bewegung an der frischen Luft oder Ablenken. Und damit du nicht mehr so häufig Kopfschmerzen bekommst, probier doch mal mit Sport oder gezielter Entspannung den Stress runterzufahren. Und dann einfach durchstarten, auch mit Kopfschmerzen.